Du. Du. So. Scheiße, ich hoffe, es funktioniert alles. Erstmal muss ich noch Fullscreen machen hier. Das gefällt mir noch nicht. Du. Bildschirm. Vollbild. Wieso macht er das nicht? Muss mal in den Chat gucken hier. Jo, Leute. Ey, tut mir leid. Ich hoffe wirklich, die Qualität stimmt einigermaßen. Ich mache das jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal. Und erstmal, hallo an alle. Ich bin nur gerade noch am Kämpfen gerade mit Alien. Ich glaube, ich muss das nochmal neu starten. Weil das ist nicht im Fullscreen. Einen Moment. Jo, oh, ihr habt ja schon einiges im Chat reingeschrieben, habe ich gesehen. Striker schreibt, du hast uns enttäuscht, 20:01 Uhr. Ja, tut mir leid, wie gesagt, ich mache das erste Mal und eigentlich nicht. Ich habe wirklich um Punkt 20 Uhr habe ich gestartet, aber da sind halt diese Latenzunterschiede, das heißt, ein paar Sekunden ist das verspätet. Ja, es ist Fullscreen. Es ist immer ein paar Sekunden verspätet, das heißt, ich sehe immer so ein paar Sekunden später eure Kommentare, 10, 20 oder so. Wäre gut, wenn ihr mir mal in die Kommentare. Sagt mir mal, wie die Qualität ist. Ich bin mega am Rumprobieren gewesen, wegen der Bitrate und Latenz und so. Alles super Qualität auch. Das freut mich doch. Jawohl. Jetzt habe ich hier ein bisschen viele Fenster offen. Ui, schon 8 Zuschauer. Oho. Da bin ich sogar ein klein bisschen aufgeregt hier. Okay, jetzt muss ich mal gucken, dass der Chat auch noch aktiv ist. Dass ich den sehe. So. Nee, das sind nicht mal Ausreden wirklich. Das ist wirklich so. Okay, das passt alles. Der Chat, den habe ich auch hier. Qualität ist gut. Okay, ich hoffe, es passt. Es geht, ne? Also, wie gesagt, das ist mein First Try, also müsst ihr mir ein paar Sachen verzeihen, die noch nicht wirklich stimmen. Und falls ihr auch so ein kleines Rauschen im Hintergrund hört, das ist mein Laptop, ne? Ich zocke auf einem Laptop, ich habe einen Gaming-Laptop. Und das tue ich bei den Videos halt rausschneiden, ne? Das Rauschen im Hintergrund. Und deswegen ist ein Laptop vielleicht nicht wirklich gerade geeignet zum Stream. Eben wegen dem, der wird halt ein bisschen laut. Aber ja, sonst gut. Der Philipp fragt, wie geht's? Ja, mir geht's tipptopp. Mir geht's tipptopp. Bin ein bisschen müde zwar, weil hab die letzten Nächte ziemlich durchgesuchtet mit einem Kollegen von mir. Aber ansonsten ist alles super. Okay. Ich muss immer den Browser aktualisieren, wenn ich mit Enter hier meine Nachrichten abgeschickt habe. Wieso? Kein Plan, habe auf meinem Kanal auch gestreamt. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, das kann ich dir nicht sagen, warum das so ist. Tut mir mega leid. Wie gesagt, ich schaue auch selber nicht besonders viel Streams. Und mein eigener Stream ist wahrscheinlich der, den ich jetzt gerade momentan am allerlängsten gucke bis jetzt. Ich habe schon eine Stunde hier rumprobiert. Ich wüsste nicht, woran das liegt. Okay, ich würde aber langsam mal vorschlagen, dass wir anfangen. Es ist Sonntagabend und viele von euch müssen morgen sicher früh aufstehen zur Arbeit. Und genau deswegen denke ich, ich gucke noch auf die Zeit, was haben wir denn? 5 nach. Okay. Ich denke, wir fangen einfach mal langsam an, okay? Ich gehe mal rein. Hä, nee, von vorne. Aber, ey, gibt es einen Schwierigkeitsgrad? Albtraum. Was ist das denn für eine Vergewaltigung? Wer gibt sich denn sowas? Wer spielt denn Alien Isolation auf Albtraum? Ich habe ja jetzt schon manchmal so Herzrhythmusstörungen beim Spielen. Ja.
So, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Wo war denn das nochmal? Ah ja, genau, richtig. Wir waren hier in diesem Raum, waren wir hier gewesen, genau. Gespeichert haben wir, wir haben die Sachen hier eingesammelt und wir müssen irgendwie den Androiden müssen wir zum Laufen bringen. Und das war, wo war denn das gewesen? Das war hier vorne, genau. Okay. Genau, wir müssen den Strom einschalten. Das war es gewesen. Und das habe ich das letzte Mal noch nicht gefunden. Aber wir müssen irgendwie den Strom einschalten. Strom wiederherstellen, genau. Was haben wir denn bei Aufträgen nochmal? Genau, finden Sie einen Weg, den Bedarfs-Androiden einzuschalten. Und verschaffen Sie sich Zugang zum Warenlager. Genau. Wenigstens fühle ich mich heute nicht so allein beim Game. Da habe ich auch nicht so Angst. Also wir müssen auf jeden Fall den Strom irgendwie einschalten. Dann muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Oder wo wir das hinkriegen. Ne, hier drin war aber nichts mehr gewesen, glaube ich, ne? Ich will nochmal gerade links, rechts gucken. Ne, hier war nichts. Ah Gott, wie muss ich denn den Strom einschalten? Okay. Hier haben wir abgespeichert, ne? Hier haben wir sonst nichts mehr groß. Oh, mich regt das immer auf, wenn wir zurück müssen. Darauf habe ich dann überhaupt keinen Bock. Ich glaube, das Alien kommt hier sowieso nicht runter. Ich habe schon gegessen, tatsächlich, ja. Gerade vor einer Stunde habe ich mir noch eine Pizza bestellt gehabt. Wie gesagt, ich war das ganze Wochenende am Durchsuchten mit einem Kolleg und nein! Der hat mich nicht gesehen! Will der mich verarschen? Also hat er mich doch gehört. Ich hätte nie so rennen sollen. Scheiße. Nein. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dann will ich den Sound noch ein bisschen höher drehen. Dann fühle ich das Ganze auch ein bisschen mehr. So, okay. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwie einigermaßen, nebenbei, neben das Spiel auch auf eure Kommentare einzugehen. Aber wie gesagt, ich glaube, die kommen ungefähr 30 bis 40 Sekunden immer erst später. Das heißt, wundert euch nicht, wenn manchmal die Antwort etwas später kommt. Genau. Hat einer irgendeine Idee, wie wir jetzt hier fortfahren müssen? Ich hätte hier nicht durchrennen dürfen. Das war dumm gewesen. Der Sound vom Game ist zu leise. Okay, komm, dann machen wir doch mal ein bisschen lauter. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich. Wo mache ich denn das am besten? Habt ihr überhaupt Sound vom Game? Nee, das schlägt ja gar nicht aus. Ich glaube, ihr habt überhaupt gar keinen Sound vom Spiel. Wartet mal. Lasst mich mal schnell nachschauen. Man hört fast nichts bis jetzt. Okay. Ah, okay. Okay, einen Moment, ich muss schnell. Die Software noch mal. Ah, wo liegt's? Wo liegt das Problem? Man hat überhaupt gar keinen Sound, merke ich gerade. Das schlägt ja gar nicht aus hier. Okay, ich will nur schnell mal hier in Deckung gehen. So. Ich glaube, ich muss gerade mal ganz schnell. Bildschirmaufnahme, das ist okay. Ganz leise, nee, nichts, ganz leise. Ah, das habe ich manchmal auch, wenn ich aufnehme. Ich glaube, ich muss nochmal ganz schnell das Programm neu starten, das OBS neu starten. Okay. Ja, ich hoffe, das funktioniert dann.
Ah, okay. Ja, ich will aber nicht bei mir so laut drehen. Hä, wieso ist das denn so leise? Okay, einen Moment schnell. Ich mach das jetzt mal so. Oh, jetzt. Bin ich noch da bei euch? Ich habe es jetzt nochmal neu gestartet. Ich hoffe, ihr seht mich jetzt noch. Ich guck mal schnell hier nach. YouTube. Ah, jetzt funktioniert's. Ja, okay, jetzt ist gut, tipptopp. Ja, wie genau, OBS spinnt bei mir manchmal, auch bei den, wenn ich eine Let's Play-Folge aufnehme. Da muss ich, habe ich nicht drauf geachtet. Tut mir leid, Leute, dann geht's halt jetzt los. Dann geht's jetzt los. Also. Ja, Mann, jetzt geht's ab. Bisschen laut, aber geht. Gut. Ah, ich kann. Ja, ne, hier komm, ich mach's gerade so. Ich mach's ein bisschen leiser. So. Es muss ja auch passen zwischen meinem zarten Stimmchen sein und dem Stream. Okay. Jetzt nochmal. Jetzt geht's endlich los. Ich muss den Strom abschalten. Einschalten, einschalten, genau. Wo mache ich das am besten? Ich gehe noch mal ein bisschen vor hier. Ja, das ist. Ja, der. Nee, der ist aufgegangen, weil ich hier durchgelaufen bin. Ich habe zum Glück bis jetzt bin ich dem Xenomorph noch nicht in den Lüftungsschächten begegnet. Aber ich wette mit euch, dass das auch noch passieren wird. Ich habe das Gefühl, das hat schon mal einer von euch gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr wer, aber ich glaube. Wenn man zu lang irgendwo braucht, kommt der so oder so. Egal, ob er mich jetzt hört oder nicht. Ja, scheiße, wie soll ich denn den Strom anschalten? Ich finde hier nichts. Muss man nochmal ein Stück zurückgehen? Ich glaube fast, ich muss noch mal ein bisschen zurück hier. Ich gehe mal nach oben, genau. Habe ich das schon probiert? Nicht, gell? Ja, guck mal, hier sind wir doch richtig. Ich speichere mal ab. Du, 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 du. Okay. Ah, nicht schlecht. Okay. Ich habe Schritte gehört. Alter, ist das Vieh jetzt hier auch im selben Stockwerk wie ich, oder was? Okay, wir haben den Strom eingeschaltet. Sehr schön. Scheint auch alles sauber zu sein. Der ist noch nicht hier. Okay, benimm dich. Ey, aber der greift uns jetzt nicht an, oder? Wie kann ich Ihnen helfen? Oh, Gott sei Dank. Ich brauche einen Kompressionszylinder. Komponentenlager Reihe 1, Stapel B. Bitte folgen Sie mir. Aber mach nicht so einen Krach, ja? Holen Sie den Kompressionszylinder. Okay, das machen wir.
Und schönen guten Abend an die alle Leute, die jetzt noch dazugekommen sind. Ich glaube, wir sind inzwischen auch schon über 10 Leute. Jo, bei mir steht 10 Zuschauer. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass da so viele kommen. Okay. Wir sind da. Der Kompressionszylinder befindet sich am Ende dieser Reihe. Nein! Den hätten wir noch gebraucht. Was ein Scheiß. Ah, verdammt, wir müssen da durch. Ja, ist ja klar, dass wir wieder durch das Lüftungsrohr jetzt durch müssen, oder? Hä? Ah, nee. Da geht's gar nicht hoch. Der Elektroschocker, der ist ja auch für gar nichts, oder? Aha. Ah. Oder? Genau. Hä? Nee, da kommen wir nicht drüber. Ich probiere es gar nicht aus, aber ich glaube nicht, dass wir da drauf gehen. Ah, jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Nee, verstehe ich noch nicht. Ich muss ja darüber irgendwie. Sicher. Hier kann man nichts drücken. Hier kann man noch was drücken. It's a trap. Was ist eigentlich das da? Mit Control kann ich noch irgendwie sowas machen, keine Ahnung. Dann streckt die sich nach oben. Hä? Was muss ich denn jetzt? Ja, genau. General Akbar. Die Androiden kann man damit killen, okay? Ich dachte nämlich schon, sowieso sind die eigentlich unsterblich, weil mit dem Revolver kannst du ja nicht viel machen. Oh Gott, wie komme ich denn jetzt hier rüber? Ich laufe hier die ganze Zeit links und rechts und gucke den Chat an. Was muss ich denn machen? Hä? Ah, man kann nach oben oder nach unten. Jetzt verstehe ich das. Aber was bringt mir das? Ach, das ist sowieso nur dasselbe, oder? Ich wette, ich sterbe, wenn ich da drauf drehe. Du musst rennen. Ohne Scheiß? Nee, komm, du verarschst mich doch. Ich renn doch da jetzt nicht drüber. Noch weiter runter. Nein, nach unten. Ah, ja, muss rennen, gell? Ganz bestimmt. Nee, so, jetzt hab ich's. Ja gut, hier müssen wir wahrscheinlich nichts machen. Ich muss ja den Kompressionszylinder... Was müssen wir denn hier eigentlich überhaupt machen? Holen Sie den Kompressionszylinder. Wir müssen in das Kompressionslager. Schönen guten Abend, Sascha. Tut mir leid, wenn ich nicht jeden einzelnen grüße jetzt, der jetzt gerade online kommt. Oder dazu stößt. Aber, hä, wieso kann man denn hier... Oh, da geht's lang doch. Hä? Ah. Nee. Hier ist aber nichts. Wieso gehe ich denn hier rein?
Da ist nichts. Ist eine Sackgasse. Dum, 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 dum. Nee, hier ist falsch auf jeden Fall. Ist hier. Aua, hier ist ja nicht mal irgendein Raum oder so, wo wir hin müssen. Oder müssen wir nach oben? Nee, das sind ja keine Aufzüge. Ha. Oder muss ich dahin, wo der Android hingelaufen ist? Das ist ja hier. Holen Sie eine an. Ah, nee. Oh, doch, tatsächlich. Ich muss dahin, wo der Android ist, hä? Ich muss den Strom irgendwie ausschalten, oder? Kann das sein? Der Zylinder ist in einem der Hochlager, die du verfahren die du verfahren kannst. Aha! Ah, das sind Lager hier? Das habe ich nicht gewusst. Also muss ich eigentlich so eins nach dem anderen abchecken, wo das sein könnte, ne? Sehe ich das richtig? Kann ich nicht weiter runter? Doch. So. Ja. Hä? Also ist das jetzt hier oder ist das in so einem Teil hier? Oh, guck mal hier. Naja, okay. Ah, immer drücke ich Escape. Okay. Jetzt konnten wir schon mal das ausschalten hier. Ich habe zuerst gedacht, das Ah, doch, tatsächlich. Da ist. Und hier ist ein Sensor. Oh, wie langweilig. Ah, doch, das sind tatsächlich so. Ah. Vielen Dank. Warte, wer war das gewesen? Also, Strike hat mir den Tipp gegeben, auf die andere Seite zu gehen. Glaube ich. Da habe ich schon mal den Strom ausschalten können. Und. Ah, Scope Dog Explorer. Hat gesagt, das sind die, in dem Hochlager drin sind. Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir das Ding. Und wofür haben wir das nochmal gebraucht überhaupt? Wechseln Sie die Komponenten am Fahrstuhl aus. Okay. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt wieder zurück, oder? Ich hab den gehört! Den Bastard! Tuschen! Oh, war das knapp! Na, soll ich mit dem Elektroschockermann ran? Als Rot! Ich hab nichts gemacht! Ich hab nichts. Ah, ich hab mich bewegt, ich Depp. Ich hätte mich nicht. Ey, tut mir leid, Leute, ich hätte mich bewegen sollen. Nein! So ein Scheißdreck, Mann. Ich hätte mich bewegen sollen. Ja, ich weiß ja jetzt, wie alles geht. Tut mir leid. Der Gabriel hat noch gesagt, ich soll speichern.
Habe ich nicht mehr dran gedacht. Ja, ich weiß, ich hätte mich nicht bewegen sollen. Tut mir leid. Oh, Harry ist auch am Start, hä? Mein Gott, mein Gott. Ey, ich habe mich echt mega dumm angestellt. Ey, Leute, der Harry, der hier im Chat ist, das ist der Typ, bei dem ich den Stuhl daheim geschrottet habe. Ich sollte vielleicht nicht rennen, ne? Okay, benimm dich. Okay, diesmal mache ich es richtig. Wie kann ich Ihnen helfen? So. Ich brauche einen Kompressionszylinder. Ja, komm. Lagerreihe 1, Stapel B. Bitte folgen Sie mir. Aber mach nicht so einen Krach, ja? Ich frage mich auch, warum das runtergekommen ist. So laut bin ich jetzt aber nicht durch die Gegend gelaufen eigentlich. Beziehungsweise der Lärm in dem Lager da hinten müsste doch eigentlich alles übertönen. Hopp. Der geht ja sowieso drauf. So. Jo, Kama ist auch am Start. Du, du, du. Das war das war weiter oben. Hier ist es. So. Ey, diesmal sollte ich vielleicht nicht durch die Gegend rennen. Um mich mal kurz ein bisschen konzentrieren, damit wir auch ein bisschen weiterkommen hier. Okay. Scheiße. Ah, wir sind ja falsch. Verdammt. Wir müssen hier durch die Tür. Hä? Nee, Quatsch. Hä? Ah, wir sind ja von der Leiter gekommen. Wo ist denn das Vieh überhaupt? Und wo müssen wir überhaupt lang? Ah, jetzt verstehe ich's. Okay. Ah, fuck, ich sollte gerade speichern, wenn ich schon hier oben bin. Okay, das haben wir. Und das haben wir. Und das haben wir. Ey, ich speichere schnell erstmal. Ich habe das Gefühl, das Vieh ist hier irgendwo. Okay. Scheint aber eigentlich relativ sauber zu sein alles. Ich gucke nochmal hier in dem Raum, was ist hier. Oh, was? Ey, erschreck mich doch nicht so, du Bastard. Was soll denn das? Hä? Ah, da sind Giftgase sind da drinne. Ey, hat mich das erschreckt? Ah, nee, der Gott ist gar nicht... Ist das da unten oder oben? Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch einen Computer. Gucken wir mal schnell, ob wir das... irgendwas machen können. Nee, nicht wirklich. Okay.
Nee, ich dachte, ich hätte noch was gesehen hier. Ah. Ich habe soeben eine weitere Nachricht vom Spinning erhalten. Ah, wegen dem defekten Aufzug. Ja, nee, das ist klar. Hä, wir müssen einfach wieder zurück von da, wo wir gekommen sind, aber... Ich stelle mich gerade, glaube ich, mega dumm wieder an. Wo müssen wir denn lang? Der Computer sagt einem jetzt nur, in welchem, welchen von diesen Lagerfächern das Ding ist. Yo, Striker, mach's gut, gell, und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und vielen Dank, dass du da warst. Doch, wir müssen hier lang. Aber wahrscheinlich ist es dann da... Logisch, müssen wir hier lang. Ach, die Karte ist einfach noch nicht freigeschaltet gewesen. Ich lauf einfach. So. Erstmal speichern. Okay. Die Zelle reinführen und abhauen. Mach. Bei Aufzügen habe ich immer so Schiss, dass das Fieder noch so in letzter Sekunde kommt oder so. Okidoki. Oh, der Silas ist auch wieder am Start. Mit seinem Handy. Hat wahrscheinlich... Hast du dich ins Bett verfrachtet, hä? Jo, ist das hier ein Horrorgame oder ein Jump'n'Run-Spiel, was wir hier machen müssen? Das ist doch jetzt gerade da runtergesprungen, oder? Habt ihr das gesehen? Ey, das ist gerade da hinten runtergesprungen. Was müssen wir denn machen hier? Finden Sie den Ausgang zum Synthetenflüssigkeitswerk. Aua, ich schwöre, das ist vorhin hier runtergesprungen, das Vieh. Das Was ist denn das für ein Schild? Hä, hier hat einer rumgehustet? Ja, genau. Sieht wirklich so aus wie bei Monster AG beim ersten Teil, wo diese ganzen Türen da gemacht sind. Müssen wir hier lang? Also bevor ich in den Lüftungsschacht gehe, gehe ich erstmal den normalen Weg weiter. Weil wenn ich schon die Wahl habe, nehme ich doch das geringere Übel, oder? Was sagt denn die Karte? Am Speicherpunkt, das ist schon mal gut. Tun wir mal abspeichern. So. Ah, die waren das gewesen, die wir gehört haben vorhin. Geht's euch gut? Mann, ich fühle mich scheiße. Was ist denn mit denen los? Hallo? Ist das ein Fehler oder?
Was soll denn das hier? Okay. Muss ich nicht wissen, oder? Apropos Revolver, ich wechsle mal auf den Revolver. Immer die Ruhe bewahren. Du schaffst das schon. Dun, dun. Ah, da... Nee, verstehe ich jetzt gar nicht. Also leer. Hä, was sollte das? Die reden ja auch vorhin ganz normal. Können wir hier irgendwas machen? Nee, auch nicht wirklich. Wie sieht's hier aus? Nee, auch nicht. Ja, hier ist ein Aufzug. Ja. Nehmen wir doch den, oder? Ohne Errungenschaft freigeschaltet. Ah, gehen Sie zum... Ah, okay. Wir haben es geschafft, hier rauszukommen. Das war die Aufgabe. Das ist auch gut so. Bum, bum. Bum, 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 bum. Ah, schönen guten Abend, JLG 94. Gerät unzureichend. Wieso kommen wir hier nicht rein? Ah, hier ist... Ah. Ein Moment, wie ging das? Und jetzt S, oder? Genau. Von hier sind wir doch gekommen. Nee, doch nicht, oder? Ich dachte zuerst, von hier sind wir doch gekommen irgendwo. Naja, wir sind auf jeden Fall richtig. Ah, was mache ich denn? So. Ja, aber mal jetzt ernsthaft, das war doch wahrscheinlich ein Fehler jetzt gewesen oder irgendwas, dass die da so rumgestanden haben. Hä? Ich frage mich, wieso hat man eigentlich 3 Versuche, wenn man danach sowieso wieder anfangen kann? Ich fände es wäre natürlich mega geil gewesen, dass wenn du dreimal, wenn du falsch probierst zu hacken, dass dann die Tür irgendwie so einen extrem lauten Alarm macht und dadurch natürlich das Alien dann anlockt. Okay, das ist vielleicht im Albtraummodus so. Hier waren wir doch schon mal, ne? Zeig mal. Doch, hier waren wir tatsächlich schon mal. Da müssen wir hin. Ja, ich habe ja auch das, Oh, cool. Ich habe ja auch das Thumbnail. Sie hatten klare Anweisung, nicht auf der Station zu landen. Ich sagte bereits, wir haben Ihre Nachricht nicht erhalten. Wir dachten, Sie würden... Weisen Sie sich aus! Ripley, von der Torrance. Ruhig, Ricardo. Was zur Hölle ist hier los, Marshall? Wo sind die Sicherheitskräfte? Direkt vor Ihnen. Ich habe das Viech gesehen. Was ist es? Keine Ahnung. Marlow hat es hier angeschleppt. Der Captain der Anesidora. Das Schiff, das den Flugschreiber gefunden hat. Gibt es irgendwo auf dieser Station noch einen sicheren Ort? Diese Kreatur läuft frei rum und die Seeksen-Syntheten sind nicht gerade freundlich. Verfluchte Androiden. Ripley, Taylor braucht Hilfe. Krankenstation geht nicht. Da können wir nicht hin. Wir haben eine einfache Lebenserhaltungseinheit im Büro. Wir sollten uns beeilen. Wir brauchen den Transit zum Hauptquartier, aber der liegt lahm. Transitkontrolle ist oben. Samuels hat gesagt, sie sei ein Ingenieur. Machen Sie sich mal nützlich, nachdem Sie schon die Falle vermasselt haben. Okay. Zur Transitenstation müssen wir. Gut. Ja, genau. Darüber sprechen wir später, Waits. Kümmern Sie sich um die, während ich weg bin. Verstanden? Erstmal natürlich wieder speichern. Ricardo, halten Sie die Funkverbindung, damit wir in Kontakt bleiben können. Warum nimmst du nie die Karten weiter... Erweiterungen mit. Die großen, viereckigen, leuchtenden Teile. Ich denke, ich habe die schon wieder übersehen gehabt oder nicht gesehen.
Wenn ich hier... Okay, ich halte jetzt wirklich mal Ausschau nach den Dingern. Ja, das habt ihr mir schon ein paar Mal gesagt. Das stimmt allerdings. Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Mal nachschauen. Ich glaube hier hoch, nicht? Ja, wisst ihr... Wisst ihr, ich nehm die nicht, weil ich gerne mir selber das Spiel ein bisschen schwerer machen will. Genau deswegen mache ich das. Als ob! Ey, ich dachte jetzt schon. Habt ihr gesehen, wie dunkel das da war? Ich will es mir halt wirklich ein klein wenig schwerer machen selber. Oh, guck mal, ein rotes X. Das heißt, wir müssen hier rein. Ah, das ist ein Aufzug. Ist das ein Aufzug? Ich habe gerade ein bisschen Schiss, dass da was rauskommt. Nee, alles gut. Blendgranate. Das Vieh ist genau über uns. Was müssen wir hier eigentlich machen? Reaktivieren Sie den Transit am Hauptschaltpult. Also hier. Jemand hat alles ausgeschaltet. Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Was mache ich denn hiermit? Reg dich ab, du Drecksandroid! Ah, ich muss den Strom wieder anschalten. Wenn ich den jetzt... Wisst ihr, was ich jetzt mal probiere? Ich habe ja gespeichert. Ich will den jetzt mal abknallen. Weil solange das Alien nicht hier runterkommt, ist ja eigentlich scheißegal. Das läuft zwar da oben irgendwo rum. Reicht das, der Computer? Nee. Oh, Striker ist wieder da. Warte mal, ich mach mal. Hier muss ich was machen wahrscheinlich, gell? Reaktivieren Sie den Transit am Hauptschaltpult. Also wieder nochmal hin. Sie sollten nicht hier sein. Nein! Mach schnell! Ich hasse Androiden. Halt, jetzt probiere ich das wirklich mal aus. Wo ist der? Wo ist der? Ich sehe ihn gar nicht. Aua! Ah, du! Als ob! Nee, komm, scheiß auf den. Der bringt uns nur wieder um. Go, go, go! Es ist da auch noch der Strom kaputt! Wo soll ich denn hier hin? Okay, wir... Ja! Ist der ganz kaputt? Der ist kaputt, gell? Bastard. Nein, der lebt ja noch! Als ob... Oh, den muss man irgendwie aufladen oder so. Wie kann ich den denn aufladen? Gar nicht. Toll. Der ist leer.
Und jetzt? Ich mach das jetzt so, mir scheißegal, komm her. Hä? Wo hab ich denn hingeworfen? Achso, ich hab gar nicht geworfen. Aua! Nee, der lebt ja immer noch. Ja, was mache ich denn jetzt? Komm schon. Nein! Ey, Leute, ey, das ist jetzt wirklich nicht normal, ne? Ja, okay. Das ist jetzt echt nicht normal, dass das nicht funktioniert hat. So. Hm. Den Schock habe ich ja probiert. Der setzt die anscheinend nur außer Gefecht, also beziehungsweise für kurze Zeit. Und hat er nicht funktioniert, so wie ich gedacht habe. Ich dachte, der fällt gerade in sich zusammen durch den Elektroschlag. Aber das hat der mal einfach nur eine kleine Beule verpasst wahrscheinlich. Hä? Ist jetzt. Nein! Ich will doch nicht wieder hoch! Ah! Jetzt nochmal runter. Okay. Ne, ich glaube, hier wo wir sind, kommt glaube ich das Alien gar nicht so wirklich runter. Jemand hat alles ausgeschaltet. Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Headshot. Ne, ich glaube, ich hatte nämlich überhaupt gar keine Lüftungsrohre. Ich glaube, der Alien kann gar nicht runterkommen. Gesehen. Muss ich? Nee, muss ich ja nicht. Stimmt ja. Was muss ich denn jetzt hier machen eigentlich? Oh, oh. Oh, oh. Oh, wir haben keine Leben mehr. Stimmt, ja, Medikit vergessen. Tut mir leid. Nein, tut mir leid, Leute. Ah, verdammt. Stimmt ja. Was, man konnte dich aber auch umbringen, aber ich weiß... man konnte die aber auch umbringen, aber ich weiß halt nicht mehr, wie. Ist schon... Jetzt stürzt mir das Spiel auch noch ab. Okay. Ciao Silas, gestern wünsche ich noch einen schönen Abend. Mein Gott. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich tue mich am besten gerade an dem Androiden vorbeisneaken,
Weil, damit wir auch überhaupt Zeit haben. Was denn los? Es stürzt die ganze Zeit das Spiel auch noch ab. So, probieren wir es nochmal. Leute, ich habe ein Problem, das Spiel startet nicht mehr. Der Striker fragt, wie viel mein Laptop gekostet hat. 3.495 hat der gekostet. Rennen und ballern kannst du bei COD. Ja, da hast du schon recht, aber den Menschen, der ist ja jetzt wirklich easy zum Ausschalten. Also da muss ich jetzt nicht irgendwie auf, keine Ahnung wie durch. Aber bei den Androiden und bei dem Alien sowieso ist mir klar, dass ich da vorbei sneaken muss. Wieso funktioniert denn das jetzt nicht mehr? Jetzt scheint es zu gehen. Nein! Ey, was ist los? Ich komme nicht mehr rein. Ich komme nicht mehr rein ins Spiel. Was ist denn los hier? Ich will ja sowieso im Vollbild. Der spinnt irgendwie sowieso. Mal Vollbild, dann wieder nicht Vollbild. Und dann komme ich rein und dann wieder nicht. Das ist ein reines Schleichenspiel. Ja, da hast du recht. Das stimmt allerdings. Ist mir schon klar. Aber man hat ja den Revolver auch nicht ohne Grund, oder? Also irgendwie... Was mache ich denn jetzt überhaupt? Das regt mich jetzt gerade auf. Ich hatte zwar schon mal, dass das Spiel mal nicht gestartet ist, aber nach dem zweiten Mal ging es dann eigentlich. Ja, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Gut, ich kann noch das probieren. Hä? Ich will Vollbild. Scheiße. Da macht man einen Livestream und dann funktioniert das Spiel nicht mehr. Jetzt startet es gar nicht mehr. Zeig mal her. PC Neustart. Ich glaube, ich mache das wirklich schnell. Ich tue schnell den PC neu starten und dann bin ich gleich wieder online. Ich mache das schnell, ja. So, jetzt probieren wir es nochmal aus. Nein, es geht nicht mehr. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Oder?
Ah, ich wollte ja noch den Ding schnell. Ja, erstmal kurz warten. Den Chat noch in ein separates Fenster. So, ich hoffe, jetzt geht's. Okay, es geht, Leute. Wir sind wieder drin. Es kann weitergehen. Tut mir leid für die kleine Unterbrechung. Als erstes, ich bin nämlich lernfähig. Medikit verpassen. So, jetzt ist wieder gut. Wie gesagt, Leute, tut mir nochmal wirklich leid, dass es zu dieser Unterbrechung kam. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Manchmal geht's, so ist halt das Leben, ne? Das legt einem Steine im Weg. Wichtig ist auch so aus dem ganzen Nass. Und wir haben jetzt gerade eine Pinkelpause machen können. Immer das Positive dran sehen, ne? Dum, 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 dum. Da fragt einer, ob ich Horror-Games spiele. Ja, mache ich. Auf jeden Fall. Vor Alien Isolation habe ich jetzt noch The Nightfall gespielt. Und davor habe ich noch, wie heißt's? Noch ein anderes, ich weiß nicht. Ist schon länger her, das habe ich schon vor einem Jahr gespielt. Ich weiß aber nicht mehr den Namen. Und das ist jetzt eigentlich sozusagen mein drittes Game. Aber ich habe schon vor, in Zukunft immer mal wieder auch Horror-Games auf meinem Kanal zu bringen. Das auf jeden Fall. So. Jemand hat alles ausgeschaltet. Hallo? Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Also. Seid mir nicht böse, Leute, aber den schalte ich jetzt nochmal mit dem Revolver aus. Oder meint ihr, der kämpft gegen... Bring dich ab, du Drecksandroid! Der kämpft gegen den Androiden, stimmt ja. Wir können das echt mal probieren. Was haben sie getan? Wo ist denn der? Ich lasse ihn gegen den Androiden kämpfen. Ein Eindringling! Oh nein! Nicht auf mich! Ja, die kämpfen. Oh! Also, ihr habt auf jeden Fall recht. Ich hätte gegen den Typen, den hätte ich keinen Kopfschuss verpassen sollen. Habt ihr recht? Tut mir leid, Leute. Ich nehme alles zurück. Ich bin der Unwissende. Ihr seid die Wissenden. Ich hätte mich dran halten sollen. Ihr habt recht. So. Oh! Nein! Nein, 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 nein! Ah, Mann! So schnell kann ich gar nicht reagieren! Als ob! Mach doch auf! Mach doch... Ey! Bist du behindert oder so? Wie konnte der mich finden? Elektroschocker. So. Ich will helfen. Komm her, du. Das ist keine Antwort. Ich weiß, ich habe nicht mehr viel Leben. Ist hier... Darf ich gucken? Kommt man hier rein? Lötlampe benötigt. Oder irgend sowas. Scheiße. Mann! Was mache ich denn jetzt? Hör doch auf. So. Der kommt doch 100% hier rein. Ja, toll, der kommt. Und jetzt bin ich tot. Ich weiß, dass Sie hier sind. Der sieht mich nicht. Die Musik ist geil. Was müssen wir jetzt machen? Warte mal. Was habt ihr in den Kommentaren? Sorry, ich bin weg. Diesmal, ciao Striker, gell? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du da warst. Androiden betäuben und mit 4 bis 5 Schlägen oder 4 Schüssen in den Kopf umlegen. Laut. Ah, vielen Dank. Dankeschön. Also kann ich den vielleicht aber auch mit so 4, 5 Kopfschüssen ausschalten?
Oder muss ich ihn dafür vorher mit dem Stromschock Alarm legen? Weil der ist leer und ich weiß ja gerade gar nicht mehr, wie man den auflädt. Kann man den... Was gibt's denn hier allgemein? Was haben wir hier? Ah, damit kriegen wir das Ding draußen auf. Okay. Okay, okay, okay. Sehr schön. Erstmal speichern, ne? Das ist, glaube ich, am besten. Kurz bevor ich zu meinem Freund gegangen bin, hat er das Spiel verkauft. Jo, das ist natürlich mega scheiße, weil da hast du halt echt was verpasst. Das Game ist mega geil. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, nicht wirklich, gell? Auch nicht? Nö. Nee, da unten war auch nichts mehr als das letzte Mal. Meint ihr, der sieht mich, wenn ich da oben das Ding auflöte? Ist das zu laut? Hört er das? Ah, das hört er nicht. Schon gut. Hat er das echt nicht? Aber wehe mir, man läuft irgendwie ein bisschen zu schnell. Das hört man dann wieder. Ob die das da rausheben könnte. Juhu, wir sind draußen, Leute. Hä? Ja, super. Ah, ich dachte schon, hier geht's nicht mehr weiter. Immer aus sicherer Entfernung auf ihn schießen. Spricht Wales. Der Transit ist hier. Wir warten auf Sie. Steigen Sie ein. Apropos. Ich hatte ein paar Probleme und es wird etwas länger dauern. Wir können warten. Taylor nicht. Ich nehme die nächste Gondel. Noch schnell ein Medikit gebastelt. Kann ich noch eins machen? Nee, geht nicht. Okay. So. Ich nehme an, wir müssen da runter, ne? Und der Knobinator sagt nur, ich sag ja verstecken, verstecken, und noch mehr verstecken. Jo, das ist so. Also das Game besteht hauptsächlich daraus eigentlich, möglichst niemanden umzulegen und möglichst von niemandem auch gesehen zu werden. Erstmal speichern, kann man hier irgendwo? Sinclair hier. Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Wenn wir alle hier Leben durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Ja, es bringt mir noch nichts, wenn ich jetzt in den anderen Räumen irgendwas... Ah, nee, logisch, wartet doch, natürlich. Hier ist ja die Transitstation, ne? Und da muss ich jetzt, nee, das bringt mir ja nichts. Ich muss ja... Hä? Das bringt mir jetzt gerade gar nichts. Türzugriff. Vielleicht hilft mir das weiter. So. Wieso? Ah, ich kann nur eins machen, maximal. Okay. Tipptopp. Dort unten.
Ripley, wir haben vor dem Aufbruch Stimmen gehört. Passen Sie auf sich auf. Als ob. Nö, da ist ja alles sicher. Ist doch okay. Ah, wenn ich aussteige wahrscheinlich, ne? Jetzt müssen wir auf den Fahrstuhl warten. Was sagt denn überhaupt die Zeit? Oh, Scheiße. Mann! Okay, das sind Typen. Oh! Erschreck mich doch nicht so gut. Mann, Mann, Mann! Wie viele sind denn das? Zu viele. Na super! Ja, ey, komm, da habe ich aber auch echt keine Chance, wenn ein links, rechts, oben, unten. Mann! Wo habe ich ihn gespeichert? Oh nee! Ich glaube sogar noch vor dem Android. Oh, ernst jetzt? Oh, so ärgerlich. Oh mein Gott. Na toll, der sieht. Ja, und jetzt sieht er mich natürlich. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Komm schon, ich probiere es. Ich probiere es. Komm schon. Es geht. Wer? Tut mir leid. Ist jetzt halt nur mal passiert. Aber da konnte man auch die speichern lassen. So, diesmal mache ich es richtig. Ripley, hier spricht Bates. Der Transit ist hier. Wir warten auf Sie. Steigen Sie ein. Ich hatte ein paar Probleme und es wird etwas länger dauern. Wir können warten. Ich glaube, ich muss überhaupt gar nichts an der Konsole machen. Ich nehme die nächste Gondel. Ihre Entscheidung. Ja, ich glaube, ich kann die allgemein jetzt einfach so aufmachen. Ich muss mich einfach beeilen. Ripley, wir haben vor dem Aufbruch Stimmen gehört. Passen Sie auf sich auf. Ah, hier kann man speichern. Tut mir leid, ey. Das letzte Mal habe ich es nicht gemerkt. Okay. So. Das Problem ist mal so. Vielleicht hat er eine bessere Gegend für Plünderungen gefunden. Otthaufen. Entweder das oder wir schießen uns endlich auf dem Habitat-Deck ein. Okay, das scheint zu funktionieren. Wenn es die Kreatur gewesen wäre, wären wir schon längst tot, oder? Was auch immer es ist, wir werden es finden. Hä? Was machen die denn da? Aua! Hä? Aua, wie konnten die mich sehen? Vielleicht haben sie mich beim Runterlaufen schon gesehen oder so. Das kann natürlich auch sein. Geht es dir, alles klar? Vielleicht hat er eine bessere Gegend für Plünderungen gefunden. Oder einen Weg runter von diesem Schrotthaufen. Entweder das oder wir schließen uns endlich auf dem Habitat-Deck ein.
Jetzt scheint es zu funktionieren. Es musste wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht meine. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, dass ich jetzt hier... Reißt euch zusammen, okay? Wir schaffen es schon. Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitreisenden. Hinterlassen Sie keinen Abfall. Ja, was soll ich jetzt machen? Scheiße. Ihr haut der da unten... Finden wir Sinclair. Wir sollten uns auf keinen Fall aufteilen. In der Gruppe sind wir sicher. Die gehen wieder zurück. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Dieses Viech ist unaufhaltbar. Ja, die gehen wieder zurück. Freie Schussbahn, dann halte ich es schon auf. Ah, rechte Maustaste halten... Okay, gut, danke. Wusste ich auch nicht. Im Spiel konnte man... einen Moment. So, jetzt muss ich mal schnell rein. Oh, endlich. Wir haben es geklappt. Schön. Rechte Maustaste zum Atmen anhalten im Spiel. Stand auch da. Also ein paar Tipps und Tricks hast du rausgefunden, ne? Finde ich super. Was redet ihr denn noch da? Reloads von... Alien? Achso, dann meinst du mich natürlich. Glück gehabt, Glück gehabt. Begeben Sie sich zu Marshalls Büro. Zum Marshall Büro, okay. Machen wir? Die Stelle für Solomons Galerie, Colonial Marshall Büro und Sixen Wohnbereiche. Schnell erstmal wieder abspeichern. Ey, ist eigentlich noch ein Wunder, dass wir in dem Teil, finde ich zwar ein bisschen schade, weil, wegen Livestream und so der allererste, aber dass wir so wenig dem Alien eigentlich jetzt in diesem Part begegnet sind. Wo ist denn das Marshall-Büro? Na, wir werden schon einen Weg finden. Ripley, wir sind im Marshall-Büro. Gehen Sie einfach oben auf der Treppe rechts, es ist nicht zu verfehlen. Kein Empfangskomitee? Kommen Sie einfach hoch. Waits, Ende. Oben, Treppe rechts. Also ganz geradeaus und dann rechts wahrscheinlich, oder? Ah, hier. Fuck, des Marshalls steht hier drauf. Beruhig dich, wir sind jetzt sicher. Waits hat einen Plan. Jawohl. Plan? Wirklich? Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Bisher nicht besonders gute geholfen. Arbeit. Vielleicht sind wir hier sicher. Zumindest vorübergehend. Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt noch? Ich glaube, ich muss einfach weiter, oder? Aha, ich bin noch gar nicht da. Wie geht's Taylor? Ah. In stabilem Zustand. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Sie haben den Transit in Gang gebracht. Schätze, wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Hören Sie, ich bin beschäftigt. Marlo sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit Ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Hm. Wo ist Marlos Schiff? Die Anisidora? Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißkerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesem Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihm. Diese Alien-Pausen sind aber manchmal echt nötig, außer man hat einen Defibrillator neben dem Tisch stehen. Okay, da hast du schon ein bisschen recht, ja. Und ich glaube, das würde sich auch extrem in die Länge ziehen, wenn wirklich in jedem Raum das Alien rumlaufen würde und man müsste überall vorbeischleichen. Da hast du wahrscheinlich schon recht, ein bisschen. So, okay. Wo muss ich hin? Sprechen Sie mit... Ah, das war ja der, wo der eingesperrt war, ne? Der hier. Marlo? Wer fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das kann ich nicht abstreiten.
Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf der Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich? Verdammt. Also, scheiße. Wir haben ihr Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen. Oh, ich hoffe, es hängt sich jetzt nicht wieder auf. Funkcheck. Können Sie mich hören, Luis? Es rauscht ein bisschen, aber wir hören Sie, Marlo. Machen wir langsam. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster, hab ich hier was für Sie. Ich habe leider keine Lupe dabei, Hayes. Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Ah, das ist ja... Das ist so eine Erzählung, ist das jetzt, ne? Fluminator sagt noch, ach ja, die Nebenmission. Ah, da kennst du das ja wahrscheinlich, ne? Oh, sieht ja krass aus. Scannen Sie mit dem Ortungsgerät nach dem Signal. Leertaste halten zum Scannen. Ah, also. Foster, Meeks, haltet eure Augen offen. Verstanden. Die Richtungsnadel zeigt auf ihr Ziel. Ja, die zeigt in gar keine Richtung. Oder noch nicht. Vielleicht, wenn sie ausschlägt, oder? Boah, das ist ja mal richtig cool. Ah ja, jetzt schlägt sie aus. Guckt. Oder? Ich laufe den einfach nach. Luis, konnten Sie das Rufsignal inzwischen entschlüsseln? Es wird immer stärker, ja. Gut. Wenn es ein Rätsel ist, ist es unbekannt. Wenn es unbekannt ist, könnte es wertvoll sein. Das könnte unser größter Fund sein, Marlo. Könnte sein. Ah ja, stimmt ja, genau. Du hast das schon mal gespielt gehabt. Nee, manchmal weiß ich... Ich wusste, dass das jemand geschrieben hat, aber manchmal kann ich nicht mehr zuordnen, wer welches Kommentar geschrieben hat. Nach Schwachpunkten umsehen. Warten Sie hier. Finden Sie einen Weg um das Hindernis. Wo müssen wir denn überhaupt? Da komme ich nicht hoch. Haste, hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Sehr schön. Hier ist ein Durchgang. Ich sehe ihn mir mal an. Und wenn der nicht zurückkommt? Dann warten Sie eben länger. Sind wir jetzt eigentlich der Typ, der im Knast sitzt? Das habe ich jetzt gerade, da habe ich nicht richtig aufgepasst jetzt eigentlich. Wisst ihr das? Der, wo jetzt gerade im Knast sitzt. Alles klar. War ganz schön knapp. Eben der, ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurücknehmen kann. Passen Sie einfach auf sich auf, verstanden? Der Knubinator schreibt, ob ich die Nachricht bekommen habe. Ja, habe ich. Ich habe die auch geantwortet. Es sei denn, du hast nochmal drauf geantwortet. Dann habe ich es nicht gelesen. Also noch nicht zumindest. Aber ich habe sie gesehen und geantwortet. Das ist halt so, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt, eine PN bei YouTube, bekomme ich keine Benachrichtigung. Und ich habe...
Bleiben Sie, wo Sie sind. Noch nicht wirklich viel bekommen, deswegen habe ich die nicht wirklich gelesen gehabt. Aber, also ich habe die, sehe das manchmal nicht. Aber wie gesagt, Kluminator, ich habe die gelesen gehabt und, genau, und drauf geantwortet habe ich schon. Du hast ja gefragt gehabt wegen, Ich habe einen Riss im Felsen gefunden. Breithalten, ich jag das Ding in die Luft. Die Spezifikation von meinem, von meiner Hardware soll ich ja mal aufschreiben, hast du gesagt gehabt. Oder, auch noch wegen den Tattoos und so, ne? Wo muss ich denn hin? Ne, ich muss doch in die Richtung, ne? Ah, tatsächlich, hier. Zurücktreten. Sehr schön. Ja, genau, eben. Falls du nochmal drauf... Boah, ich dachte schon, wer kommt da. Los, gehen wir. Folgen Sie mir. Falls du nochmal drauf geantwortet hast. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Habe ich jetzt heute noch nicht reingeguckt. Landet die im Gmail-Postfach? Nee, nee, ich habe bei YouTube habe ich extra einen Reiter unter privaten Nachrichten. Und da landen die drin und... wie gesagt, ich gucke da nicht wirklich rein, also habe bis jetzt noch nicht oft wirklich reingekriegt, weil ich habe bis jetzt nur 2-3 Nachrichten da reingekriegt und ich kriege nicht mal eine YouTube-Benachrichtigung. Hey, ist hier drüben, helfen Sie mir hoch. Und es kann schon sein, dass sie im Gmail-Postfach landet, aber für den YouTube-Kanal habe ich extra eine neue Gmail-Adresse erstellt und da gucke ich eigentlich so gut wie gar nicht rein. Also da habe ich nicht mal eine private E-Mail-Adresse genommen für den YouTube-Kanal hier. Leute, so richtig Nostalgie gerade, wie im ersten Teil. Boah, ey, guckt euch das mal. Ey, das Bild sieht aber auch richtig geil aus. Oh, so richtig Nostalgie. Ist das jetzt eigentlich wirklich 1:1 das übernommen worden jetzt aus dem Film? Das, ich habe das jetzt ja, ich habe da echt so ein bisschen gerade. Oder haben die jetzt sich einfach Elemente aus dem Film genommen, um jetzt diese Szene zu bilden? Oder ist das jetzt wirklich so 1:1, wie das in dem Film passiert ist eigentlich? Die gehen jetzt da rein und finden die Eier. Das kann schon gut sein, gell, dass das ist. Einfach jetzt ein bisschen detaillierter hier im Spiel. Also wenn ich gerade nichts sage, dann ist das, weil ich gerade durchlese, was ich in dem Chat geschrieben habe. Ne? Jetzt bin ich mal echt gespannt, ob das echt so jetzt passiert wie in dem Film. Ne? Weil die Alien-Filme, die sind natürlich schon mega geil. Klar, ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die sagen, hey, also auch... ja, komm, die sind trotzdem so ein bisschen zeitlos und die halt schon. Ne? Das waren so... ziemlich so fast, also gehören auch zu den ersten Science-Fiction-Filmen wirklich, ne? Und vielleicht noch ein bisschen vorher Star Wars war, glaube ich, gewesen. Und, nee, aber wie schon gesagt, ist die Atmosphäre einfach, ne? Und die Musik, die finde ich einfach wirklich mega, mega geil bei Alien. Auch, ich muss auch zugeben, auch die Alien vs. Predator-Filme fand ich geil. Also, Filme. Den allerersten Alien vs. Predator, den fand ich noch cool. Da, wo die, am Nordpol oben sind, ne? Und diese Pyramide finden. Der war noch gut. Der zweite, der war Schrott. Den kann man sich nicht geben, ne? Wo dann diese Highschool-Kiddies kommen und so. Das war richtig einfach nur scheiße. Aber der erste Alien vs. Predator, den fand ich noch wirklich geil. Von welchen Machern ist Alien Isolation? Das weiß ich nicht mal wirklich. Da müsstest du einfach beim Stream hier, einfach bei YouTube, ein klein wenig runter scrollen. Unten ist das Spiel aufgeführt, und dann siehst du auch, glaube ich, von welchen Machern das ist. Da vorne gibt es eine Öffnung.
Passen Sie auf, was Sie anfassen. Ja, das stimmt. Sie ja nichts kaputt. Alien 1 hat den Horror, hat das Horror-Genre grundlegend zum Besseren verändert. Also ich denke mal, vorher war nicht wirklich was von Horror überhaupt, also für uns. Ruhe, wir verschwenden unsere Zeit. Sehen Sie sich um. Ah, das ist echt, das ist wie im Film hier. Das ist eine Lebensform. Das war eine Lebensform. Jetzt ist es unser Eigentum. Bergungsrechte. Wir müssen unseren Anspruch klar machen, ehe uns jemand zuvorkommt. Die Anesidora ist für etwas dieser Größe nicht ausgelegt. Dann nehmen wir, was wir können und kommen wieder. Sehen Sie nach, was es sonst noch gibt. Marlo, wir haben was gefunden. Mann, ich will da auch hoch. Als hätte jemand etwas über den Boden geschleift. Aber das ist noch nicht alles. Der Gabriel schreibt Speicherbro. Ja, hier kann man nicht speichern. Ich glaube, das ist eher so eine Nebenmission, wo man hier erkunden kann. Ich brauche diese Speicherterminals zum Speichern, Digga. Das sehe ich selbst. Scheiße. Alien 1 und 2 sind meine Lieblingsteile. Die restlichen und Prometheus sind etwas, naja. Nicht, dass noch jemand seinen Weg hierher findet. Foster, Haste, sehen Sie sich die Höhle unten an. Okay. Da hast du recht eigentlich. Die, muss ich da runter? Finden Sie das Notsignal? Was ist das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich glaube. Menschlich ist das nicht. Das steht fest. Wo sind wir denn? Der allerletzte Alien, den fand ich sogar auch nicht gut. Also nicht jetzt der neuere, der im Kino kam. Der allerletzte, den fand ich jetzt auch nicht wirklich gut. Wo dann diese ganzen Missgebildeten da waren, wenn du weißt, was ich meine. Oder wenn ihr wisst, was ich meine. Und wo am Ende dieses ganz, ganz komische Alien kommt. Den fand ich jetzt auch nicht wirklich gut. Aber dem im Gefängnis, das ist, glaube ich, der dritte Teil, den fand ich jetzt noch cool auf diesem Gefängnisplaneten. Und den ersten und den zweiten sowieso, ja. Ja, der erste, so. Allein schon. Da denkt man aber gar nicht dran. Allein glaube ich, dass das Alien im allerersten Teil insgesamt von der ganzen Zeit, glaube ich, nur ein paar Minuten zu sehen ist. Und trotzdem fickt der Film halt wirklich, weil man sich so viel vorstellt darunter. Ich laber nur und laufe hier nur durch die Gegend. Ich muss ja irgendwas machen hier. Finden Sie das, das Notsignal, genau. Ich glaube, ich sollte zu dem Typen da hinten mal hingehen, ne? Lässt du den Livestream nach dem Spielen noch online? Wie meinst du das jetzt? Weiß jetzt gerade nicht, wie du das meinst, musst du sagen. Ah, ich könnte jetzt das Ding hier benutzen, ne? Ja, genau, die Klone, die habe ich gemeint, die aus Ripley's DNA gemacht worden sind. Den Teil fand ich jetzt nicht wirklich mal so gut eigentlich. Also wie gesagt, das Vieh fand ich einfach total eklig. Und noch ein herzliches Willkommen an alle Leute, die jetzt nochmal neu dazu sind. Wir sind zwischen auch wieder 10 Leute hier. Wo ist denn das blöde Notsignal? Ich stelle mich, glaube ich, gerade wieder mega dumm an. Ich bin nur Chat am Lesen und Geschichten am Erzählen. Das finde ich... Ich schweife ab, ich muss weiterspielen. Leute, das Notsignal. Komm, einer... Knubinator, du hast es doch schon gespielt. Sag mir mal, wo das Notsignal hier ist. Weißt du das? Seit Teil 4 wissen wir, dass alles auch schwimmen... das... Was? Das Aliens. das alles. Das Aliens auch schwimmen können. Ja, das stimmt allerdings, ja. Wo muss ich denn hin? Aha, manche löschen den Livestream später und lassen ihn als Video noch online. Manche lassen ihn als Video noch online. Ich würde ihn gerne online lassen, auf jeden Fall. Löschen tue ich den auf... Nicht, ich habe ja irgendwie gesagt gehabt, dass für die Leute, die den Livestream jetzt verpasst haben und trotzdem bei Alien noch aktuell sein wollen, dass die das Video gucken können. YouTube lädt das, glaube ich, sowieso manuell nach dem Livestream hoch. Ich habe mal einen Test-Livestream gemacht und da hat er das gemacht. Du musst in einen der Gänge. Ah, super. Da, wo der Typ da hinten steht, oder sind wir von da gekommen? Ich glaube, ich muss da hinten rein. Am Rand. Ah, der steht da, weil der mir eine Räuberleiter machen will, nicht weil der da am Kacken ist.
Ich finde es immer schade, den zu löschen. Nee, ich lösche den auf jeden Fall. Hey Leute, der will mir eine Räuberleiter machen. Ich dachte, er untersucht da was am Boden oder sind die raus, ist wieder am Kacken oder so. Darum bin ich jetzt echt nicht gekommen. Tut mir leid, jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt total ausgeschweift durch Chatlesen und hat der Alien im Kopf gehabt. Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Und vielen Dank an Knubinator für den Tipp. Genau, eben. Ich möchte ihn auf jeden Fall nicht löschen. Nein, ich möchte so online lassen. Genau, und wie gesagt, wenn euch das gefällt mit den Livestreams, kann ich das auch gerne ab und zu oder öfters mal machen. So, keine Mix. Ahnung. Ich habe das Signal gefunden. So einmal die Woche irgendwie, immer sonntags oder mal gucken. Schalten Sie das Notsignal ab. Nee, ich hatte die, Philipp, ich habe die Frage nicht richtig verstanden gehabt. Deswegen einfach. Ich habe gedacht, ob ich irgendwie den Stream noch online lasse oder so. Weiterlaufen lasse. Ich weiß doch nicht. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber das Signal sendet nicht mehr. Marlo, das müssen Sie sich ansehen. Der Wahnsinn. Bin schon auf dem Weg. Ich hole mir nächste Woche Alien Isolation. Mach das auf jeden Fall. Und dann empfehle ich dir noch dazu, wenn du das Game spielst, spiel das mit Kopfhörern, wirklich mit wirklich guten Kopfhörern. Glaub mir. Das macht die Musik in dem Spiel, der Sound, der macht 50% der Atmosphäre hier drin aus. Das ist extrem geil. Und auch wenn ihr die Let's Plays von mir guckt oder jetzt den Livestream, nehmt es mit Kopfhörern, weil vor allem wenn halt das Alien im Raum ist und ihr die Schritte dann hinter euch hört, dann kriegt ihr richtig Gänsehaut. Oh, guck mal, Snoop Dogg Explorer hat noch die Informationen wegen dem Publisher rausgesucht. Ich muss doch da jetzt hoch, oder? Wie soll ich denn jetzt da hochkommen? Da mit E klettern. So. Und im Dunkeln zocken, genau richtig. Im Dunkeln und also abends alleine und im Dunkeln. Schneiden Sie sich an. Ja, das ist jetzt die. Das ist doch jetzt voll die Szene, wo wir jetzt so ein bisschen im Film auch gesehen haben, ne? Wo die sich jetzt runterseilen und dann finden die Eier da unten. Natürlich sind wir wieder der Dumme, der runtergeht, ne? Genau, ja, das kenne ich noch. Oh mein Gott. Ich finde es trotzdem schade, dass sie bei Prometheus die Aliens letzten Endes dann so als biologisch, es ist ja so eine Art biologische Waffe ja eigentlich, ne? Von diesen Übermenschen da. Dass die das so ein bisschen erklären. Das fand ich schon ein bisschen schade. Ich dachte halt wirklich, die Alien ist so eine eigene Rasse, Spezies für sich. Muss nicht immer wirklich eine Kultur haben, aber ich fand es halt schade, dass das wirklich einfach nur die Ausgeburt von so einer biologischen Waffe ist. Das fand ich halt ein bisschen schade. Ich muss mir unbedingt den Film anschauen. Jo, mach das auf jeden Fall. Das wusste ich, dass das passiert. Ich muss mehr wissen. Alles. Wo ist Ihr Schiff? Wenn wir die Kommunikationsblockade brechen können, wie lautet der Code für den Autopiloten? Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie mich hier rausholen. Auf keinen Fall, Marlo. Ach ja? Na gut, Sie wissen ja, wo ich bin. Wait! Meine Armaturen im Tech-Turm sind gerade aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist hier. Plan B. Bereithalten. Egal, was hier los ist, ich bin dabei. Okay, hier lang. Habt da was, das Sie gebrauchen könnten.
Okay, das Alien ist anscheinend hier bei uns. Hoffentlich funktioniert das auch. Ein Flammenwerfer! Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht. Endlich haben wir das Teil mal. Mega geil. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich habe einen Plan, es einzufangen. Nehmen Sie den Transit und treffen Sie Ricardo im Systec-Turm. Ich werde von hier aus alles überwachen. Boah, richtig geil. Also erstmal speichern jetzt. Okay, wo müssen wir hin? Gehen Sie zum Lawrence Sichtturm. Okay. Der ist ganz hier unten, aber wir müssen wieder zum Transit, hä? Okay. Kann man mit dem Flammenwerfer? Also ausschalten kann man das Alien damit sicher nicht, aber vielleicht können wir es wenigstens ein klein wenig vertreiben oder so, ne? Okay. Ja gut, komm. Also, begeben wir uns mal nach vorne. Ja, gut. Ist das jetzt schon hier unten bei uns im Stockwerk? Ripley, sind Sie auf dem Weg? Ja, ja. Ricardo. Also gerade das erste rechts. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abriegelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände da rein, voll. Ja. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich. Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sebastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. So. Ich glaube, ich speichere nochmal gerade hier unten ab, dann müsste ich das nicht wieder alles laufen. Jo, ich werde dem auf jeden Fall Feuer unterm Arsch machen mit dem Teil. Aber ich bin mir halt fast sicher, dass das Ding halt nicht stirbt durch das Feuer. Ne? Das wird vielleicht, denke ich mal, eher wegrennen. Wobei ich da nicht scharf drauf bin, dem Vieh so nah zu begegnen. Dieser Waggon für den Wir kommen echt gut dran bei dem Spiel, habe ich das Gefühl. Also gut voran. Vor Feuer hauen die ab. Nur nicht vergessen, das Alien lernt aus deinen Handlungen und es wird dann später immer schwerer im Spiel. Genau deswegen will ich dir am besten so wenig wie möglich begegnen, weil dann kannst du auch nicht lernen, ne? Eigentlich muss man Alien Isolation nur noch mit VR-Brille spielen oder mit mehreren Bildschirmen. Also mit VR ist das sicher nochmal eine Nummer krasser, das kann ich mir vorstellen. Ich bin im Systec-Turm. Ripley, passen Sie auf. In Ihrem Bereich werden viele Störungen gemeldet. Scheiße, das Vieh ist jetzt, glaube ich, langsam hier, ne? Wie lange streamst du noch? Ich denke, dass ich jetzt um 22 Uhr aufhöre. Hab ja gesagt, so ein, zwei Stunden, weil es ist ja auch Sonntagabend und ich verstehe, dass die Leute auch nicht so lange zugucken wollen. Ja, so ungefähr, so vielleicht noch so 10 Minuten streame ich noch. Klar, kommst du gut voran. Wir supporten dich ja auch. Ja, das stimmt allerdings. So, ich glaube, das Vieh ist jetzt definitiv wieder hier bei mir im Ah, hier sind wir. Das allererste. Ah, jetzt weiß ich, wo wir hier sind. Okay. Ist der feindlich?
Kreatur ist in der Nähe. Ihr habt's gehört. Hauen wir ab. Nee, also ich werde auf jeden Fall gegen 22 Uhr aufhören. Weil ich muss morgen ja selber auch noch zur Arbeit. Aber wie gesagt, wenn es euch wirklich gefällt beim Stream, werde ich... Ich habe ja alles jetzt recht provisorisch nur gemacht, ne? Ich habe mich nicht wirklich mit der Materie jetzt auseinandergesetzt. Dann kann ich mich ja mal hinsetzen. Und wir können das ja öfters ab und zu mal machen. So wie gesagt, so ein, zwei Mal im Monat oder einmal die Woche, keine Ahnung. Immer so sonntags zur selben Zeit. Waits, die Kreatur. Wie sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu bearbeiten. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Guckt euch mal die Aussicht an hier. Geil. Ja, du hast gut, du hast Urlaub, ne? Bin ich richtig? Ja, bin ich richtig? Ja, genau, hier bin ich richtig. Okay. Der Eingang ist direkt vor Ihnen. Nutzen Sie das Terminal im Rezeptionsbereich, um die Tür zu öffnen. Ist die schon offen, die Tür? Nee, die ist noch nicht offen. Oder kann ich die hacken? Nee. Mich macht das ein bisschen kribbelig, dass das Alien jetzt schon so lange nicht mehr aufgetaucht ist. Oh, ich weiß nur, wo wir jetzt hier waren. Genau ein Raum weiter auf der linken Seite ist das allererste Mal das Alien aufgetaucht. Ich denke mal mit der Konsole hier, ne? Obwohl, mit der kriegt man, glaube ich, die Tür gar nicht auf, oder? Nee, ich glaube nicht. Oder? Nee, das ist was anderes hier, oder? Freigeben? Nee. Wie kriege ich denn die Tür hier auf? Genau, da ist das Vieh das allererste Mal aufgetaucht. Aber das bringt mir ja nichts. Ich muss ja die Tür irgendwie aufkriegen. Notfallüberbrückung. Was bringt mir das? Komisch. Ah, du hast bis morgen Urlaub noch. Als Vorschlag Scheiße! Jetzt habt ihr mich abgelenkt, Mann. Scheiße! Nein! Als Vorschlag macht den Livestream am Samstagabend. Dann muss fast noch niemand früh ins Bett. Nee, das ist auch, wie gesagt, ja, ist gar kein Problem, kann ich gerne machen. Aber wie gesagt, ich wollte es halt nur mal testen, ne? Und ich kann es gerne auch jetzt am Samstagabend mal einen Livestream machen. Scheiße, das ist jetzt genau über uns. Wo muss ich lang? Wie mache ich denn die Tür auf? Ich gehe mal hier rein. Okay. Mann, wie soll ich denn die blöde Tür aufkriegen? Begeben Sie sich zum Server. Scheiße. Mann, jetzt hänge ich schon wieder. Also hängen, ja. Ich brauche so ein Ding an der Wand, oder? Womit ich die Tür aufmachen kann. Ich war hier schon mal, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass hier... Sonst würde ich das ja auch sehen. Oder ist das hier gewesen?
Begeben Sie sich zum... Ich würde das Alien erstmal fangen. Fragen, ob wir das erst ausdiskutieren können. Ja, genau, richtig, bei einem Tee. Ich glaube, da wäre das nicht so einverstanden. Ich glaube, ich würde in dem Spiel nur im Schrank sitzen und mich nie raustrauen. Ja. War bei mir am Anfang doch eigentlich auch nicht anders gewesen. Aber man wird mit der Zeit ein bisschen mutiger, aber dann passieren auch so Sachen wie eben gerade, dass du halt überhaupt nicht damit rechnest. Aber hey, guck mal, das ist jetzt seit einer Stunde nicht aufgetaucht und plötzlich ist es da. Hier, die Tür muss ich aufkriegen. Wie kriege ich denn das hin? Ah, hey! Ich habe sie gefunden! Die Dinger meint ihr, gell? Karte aktualisieren. Ich schwöre, ich habe erst jetzt gecheckt, was ihr damit wirklich meintet. Interessant, okay, ja. Nee, also ja, gut, die Karte war jetzt sowieso erforscht gewesen, aber jetzt weiß ich wenigstens, was ihr meintet mit diesen hellweißen leuchtenden Dingern. Vielen Dank nochmal dafür, ne? es hat nicht lange gedauert. 13 Parts und 2 Stunden Streamzeit, bis ich das rausgekriegt habe. Mann, wie kriege ich denn... Türkontrolle! Oh, ich Depp! Ricardo schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Ist der feindlich? Nein! Ich habe keinen Bock auf so einen! Das Alien kommt, gell, wenn ich jetzt hier rumballer. Ah, oh, der war lieb gewesen! Schnapp dir den Androiden, bitte! Nein! Wir sitzen in der Falle! Scheiße, ich will das nicht sehen! Ja, ich weiß, das war dumm gewesen. Ich hätte nicht drauf schießen sollen. Nein! Wie ärgerlich, Mann! Wie ärgerlich. Ricardo schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Das X markiert den Punkt, wie Indiana Jones schon sagte. Ist der böse? Nee, gell? Sie tragen einige sehr gefährliche Gegenstände mit sich. Alles gut. Ich, Depp, hab den auch noch in den Kopf geschossen. Der war ja gut drauf. Leute, hier kann man sich eine Gitarre schnappen. Und da kommt man eine Runde mit dem Alien. Einen kleinen Jam drauf. Oh, Mann. Hier kaputtes Teil da. Okay. Oh, was muss ich machen? Sperren Sie das Treppenhaus ab, riegeln Sie den Korridor des Wartungszugangs ab und riegeln Sie den Korridor des... Okay, wir müssen alles abriegeln. Bin ich schon weit? Wisst ihr das? Ich bin ja wohl kaum am Ende jetzt schon, wo wir das Alien eigentlich jetzt umlegen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich sollte wirklich aufhören, hier rumzurennen. Ich frage mich, ob der Android auch genug Krach macht, dass das Alien hören kann. Böse Androiden haben rote Augen. Ja, das weiß ich. Ich weiß es. Aber ich habe da, bin bis jetzt, bis auf ganz am Anfang wirklich nur bösen Androiden begegnet. Deswegen habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass der lieb ist. Erst als ich den im Kopf geschossen habe, habe ich gesehen, okay, den seine Augen wechseln zu einer roten Farbe. Guck mal, hier ist noch so einer. Ich hab's gecheckt. Mega. Sperren Sie das Treppenhaus ab. Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an Ihnen vorbeizieht. Aber es wird mir halt auch nicht gezeigt, wo, ne? Was ist das hier? Abriegelung. Ah, ist das schon? Drücken Sie A. Ich drück A.
Ich drück A. Was los? Hä? Rechte und linke Maustaste halten und A drücken. Bruder, bin wieder da. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich mit meinem Leben machen soll. Ja, mein Livestream gucken. muss in 6 Minuten weg. Hoffe, du bist dann fertig. Ja, nee, ich, wie gesagt, um 10 Uhr höre ich auf. Also, ja. Es hängt jetzt gerade irgendwie... Ah, hat er es hingekriegt? Jetzt habe ich es hingekriegt. Keine Ahnung wie. Wartungszugang verschlossen. Pass auf, wir machen es jetzt sogar so. Ich werde mir jetzt einen Speicherpunkt suchen. Das hört sich nicht gut an. Ich werde mir jetzt beim nächsten Speicherpunkt werde ich, genau, werde ich einen Stream, dann werde ich mich verabschieden. Was können wir denn hier machen noch? Nee, da ist nichts. Und sonst auch nichts, okay. Fehler in-game, du musst D drücken. Okay, dann habe ich es eben gerade aus Versehen hingekriegt anscheinend. Ich höre... Ich habe gerade Zappa von der Decke tropfen hören. Das ist sicher von dem Alien gewesen. Das ist wahrscheinlich das nächste Ding, ne? Ah, tatsächlich, D. Ja, hast recht gehabt. Vielen Dank dafür. Vorratsspeicher verschlossen. Okay. Regeln Sie den Korridor... Oh, jetzt kann ich hier rein. Nicht gut. Da komme ich nicht rein. Das heißt, Schlüsselkarte benötigt. Ja, wegen den Streams. Wollt ihr, dass ich weiter hier auf YouTube streame oder soll ich lieber dafür einfach einen Twitch-Account schnell machen? Ich weiß nicht, was besser ist. Ich weiß nicht, wo die Leute lieber streamen. Wo die Leute lieber Streams schauen. Also ich bin auch ehrlich zu euch, ne? Ich tue natürlich auch, es macht mir logisch Spaß und alles, ne? Aber ich streame auch, weil ich dadurch natürlich wieder neue Leute für meine Videos begeistern kann, beziehungsweise neue Leute auf meinen Kanal bringen kann. Während dem Stream, jetzt habe ich gesehen, habe ich schon wieder 3 neue Abonnenten gekriegt. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, um... Ist das richtig hier? Das ist doch eine gute Gelegenheit, um auch ein bisschen, ja. Ah, da geht schon einer weg. Ja, okay, schönen Abend. Ja, tut mir leid, dass ich es erst jetzt gelesen habe. Leute, ich glaube, ich tue jetzt auch einen Speicherpunkt suchen und gehe dann auch jetzt erstmal offline. Und auf YouTube streamen. Okay, easy, ist gar kein Ding. Twitch, damit du berühmter... Ja, super, was soll ich jetzt machen? Mach ein Abstimmungsvideo. Ja, das ist eine gute Idee. Sonst mache ich das. Ob ich lieber auf Twitch oder YouTube streamen soll. Also letzten Endes spielt es ja eigentlich für euch nicht groß eine Rolle, weil ich tue ja eh beides miteinander. Ich werde das dann ja sowieso alles verlinken und machen und tun und ob ihr jetzt auf YouTube schon auf meinen Kanal geht oder auf Twitch, ist ja wurscht, oder? YouTube, da sind alle Videos auf einer Plattform. Okay, das kann... Ja gut, ich kann aber ja auch die Twitch-Streams, könnte ich ja eigentlich theoretisch auch aufnehmen und auf YouTube dann nochmal hochfahren. Das ist da oben langgelaufen! Verdammt! Was haben wir jetzt? 55? Ich mag Twitch mehr. Das ist hier, oder? Scheiße! Wartet mal, jetzt muss ich mal kurz rüber. Und ist da. Ich höre doch die Schritte. Verpiss dich! Wo ist denn das? Oh, das ist über uns. Es ist wieder oben. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Mann! Ihre Anwesenheit wurde aufgezeichnet. Ich will schnell abspeichern irgendwo. Ja, hier kann ich aber nirgends speichern gerade. Fangen das Alien, das hat den Speicherpunkt geklaut.
Ja, scheiße, ich würde gerne abspeichern, aber ich habe hier nichts. Okay, Leute, wir sind im Arsch. Okay, hey, ich werd das jetzt hier, scheiße, ey, ich werde den Stream jetzt an der Stelle beenden. Vielen Dank, Leute, dass ihr bis hierher zugeschaut habt. Ich hätte echt gedacht, ich hätte mit vielleicht so 3-4 Zuschauern gerechnet, aber wir haben immer wieder mal so 10, 11, 12, 9 Zuschauer gehabt. Fand ich mega cool, es hat mich echt mega motiviert, jetzt auch wirklich bis zum Ende durchzuziehen, so die 2 Stunden. Fand ich wirklich toll und ihr habt echt super mitgeschrieben und es hat echt Spaß gemacht, mit euch zusammen zu zocken. Ich werde probieren, jetzt die zwei Streams, es sind ja 2, ich musste einmal den PC neu starten, werde ich jetzt noch hochladen und ich werde probieren, die noch hochzuladen, aber ich glaube, die müssten schon sogar auf meinem Kanal sein, genau. Und wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Supporten und vielen Dank, dass ihr bis hierhin mitgeguckt habt. Ich meine, es waren jetzt auch 2 Stunden gewesen und ja, ich werde in den nächsten Tagen mir nochmal Gedanken machen, wie das mit dem Stream in Zukunft aussehen wird, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall noch weiter streamen, ob es jetzt auf YouTube oder Twitch ist, das schaue ich einfach noch. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, Leute, dass ihr bisher geguckt habt. Habt einen schönen Abend noch, habt eine schöne Woche. Ich weiß, morgen ist Montag, ist für uns alle scheiße, außer für den Gubinator, der hat ja noch frei, ne? Und nochmal vielen Dank dafür und vielen Dank für euren Support und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video oder zum nächsten Stream. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, habt einen schönen Abend, haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao. Jetzt muss ich das auch noch ausschalten hier irgendwie. So, Spiel beenden. Ja. So, außer für den Gubinator, der hat ja noch frei, ne? Und nochmal vielen Dank dafür und vielen Dank für euren Support und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video oder zum nächsten Stream und ansonsten würde ich sagen, Leute, habt einen schönen Abend, haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao. Jetzt muss ich das auch noch ausschalten hier irgendwie. So, Spiel beenden. Ja. Außer für den Gubinator, der hat ja noch frei, ne? Und nochmal vielen Dank dafür und vielen Dank für euren Support und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video oder zum